1. Ja, hallo, liebes Publikum, hallo, willkommen und willkommen im Metaverse. Metaverse Enterprise Solutions. Ich bin der Captain aus der Ganschus Corner. Ihr seid Twiggy und Dateien angucken. Na Leute, alles Twiggy. So. Ja. Yeah. Also. Okay, was soll's? Das war das dümmste Intro, was wir je hatten, und das Heißschreien. Ich möchte. Willst du Liebe kaufen? Stirb. Wir haben ja keine Bilder mehr, fällt mir gerade. Oh, wir haben noch. Wir haben noch ein paar Bilder. Okay, ja, wir haben sowieso. Sind halt so normale Bilder, ja. Wir haben das normale Metaverse-Bild. Wow, Bildschirmhintergrund. Ach so, man kann das. Oh, man kann den Desktop festlegen. Cool. Nehmen wir das? Wo alle drauf sind, oder nehmen wir das? Mit dem Kettensägen Blattrock. Das ist das. Du meintest sie mit dem Kettensägen. Ja, ja. Aber ich dachte, du meintest halt sie mit irgendwie damit. Nee. Aber nee, du hattest recht, ja, Sanyuri ist das, ja. Dann natürlich Yuri mit ihren langen Beinen. Und die Fratze des Grauens. Siehst du, es sind mehr Bilder, es werden mehr angezeigt. Oh, lieber Sonnenschein. Ah, das sind die Gedichte. Oh. Ja, genau, das sind das alle Gedichte? Scheint so. Zumindest, ich nehme mal an, steht auch drunter, Monikas drittes, eine Fortsetzung von Monikas erstem Gedicht, die nur in Akt 2 vorkommt. Ah ja, genau. Happy ja. End. Monikas letzte Nachricht an den Spieler. Abschiede mich endgültig, ja. Ja. Elektrisch sind aus irgendeinem entlegenen Winkel meines Gehirns. Moment, warte. Weil Moment, geh mal zurück. Ja, okay, das war das, genau, in ewiger Liebe, Monika. Ja. Ein Gedicht von Monika, das in der Vergangenheit bei speziellen Ereignissen verteilt wurde. Erwerbsverfahren, schalte alle anderen Gedichte von Monika frei. Ah. Das haben wir nie gelesen oder nie bekommen. Nee, das haben wir nie bekommen, genau. Einige Sachen sind tatsächlich anscheinend dann doch zufallsbedingt gewesen. Also die ganzen irgendwie Spezialgedichte zum Beispiel. Es gab auch zwischendrin immer mal wieder das, wie gesagt, dass halt im Hintergrund das Bild von Sayori eigentlich angezeigt wird, wo, wie man sie halt in ihrem Zimmer vorfindet. Nicht das Positive. Wann zum Beispiel du auch dieses kaputte Wort in dem Gedicht bekommst, das scheint wohl auch zufallsbedingt zu sein, weil da steht ja auch, in der Vergangenheit bei speziellen Ereignissen verteilt wurde. Also, ja. Ich schätze, das wird auch entweder halt irgendein Special-Gedicht von Team Salvato gewesen sein oder es kommt halt irgendwann zufällig einfach. Ja. Aber ja, ein elektrisches Signal aus irgendeinem entlegenen Winkel meines Gehirns. Es verbindet allerlei Schaltkreise und Nerven und Chemikalien in einem Netz, das kein Mensch versteht. Durch die Chemikalien kribbelt meine Brust rund um mein pochendes Herz. Durch die Nerven bewegt sich meine Hand und färbt einen toten Baum mit einer dunklen Substanz. Die Tinte wirft die Reflexion des Lichts in deine glänzenden Augen. Wenn du dieses Papier hältst, ist es fast, als würdest du meine Hand halten und es beschrieben hat. Lass unsere Emotionen verschwimmen, bis sich der Rhythmus unserer Herzen vereint. In Harmonie miteinander verbunden. Kann man nicht lesen, ich kann es kommentieren. Nee. Ich kann's ja. Ich fühle mich elektrisch. Elektrotit. Ja, genau. Ah ja. Ah, da kann ich ja auch groß nehmen, kann ich nicht, okay. Ah, so, ja. Dann Sayori. Schreibe ein Gedicht für Sayori. Schreibe ein genau. Gedicht für Yuri. entscheide dich, Natsuki, bei den Vorbereitungen für das Festival zu helfen. Willst du dafür, ja. Und da hast du halt die verschiedenen Monika, Bilder. Ein Witz. Dann der Witz, genau. Lies das mal, was steht denn da unten? 3 zufällige Spezialgedichte aus, die bei dem ersten Start angezeigt werden. Ah, interessant. Ah ja. Siehst du, es zufällig. Okay. Dann die CG-Art. Ja, die Küche des Protagonisten, Sayuris Schlafzimmer, ein Viertel, in dem der Protagonist ist. Okay, es wird immer dasselbe Viertel dann gezeigt, wie es aussieht. Ja. Die Buchseite. Ist aber cool, auch solche Sachen irgendwie zu haben. Ja, solche. Wobei das ist typisch, glaube ich, für Visual Notes ein bisschen. So ziemlich, ja. Otome Games, ja. Wow. So, dann eine Zeichnung von Monika und Sayuri aus der Feder von Kagefumi, die ursprünglich als offizielles DDLC-Artwork geplant war. Das ist ja mal ein cooler Artstyle. Sehr interessant. Dann eine Skizze von Sayuris ursprünglichem Charakterdesign, gezeichnet von David Evelyn. Bitte in Akt 1 Sayuri um Hilfe, während Natsuki und Yuri sich streiten. Ah, okay. Eine Skizzenseite aus der Feder von David Evelyn, um verschiedene Frisuren für Sayuri auszuprobieren und zu vergleichen. Wow. Die erste Konzeptskizze aller Figuren von David Evelyn gezeichnet. Suche in der Datei PoemWords Text nach Besonderheiten. Also die Gedichte. Ah, die Gedichtworte angucken, ja. Das heißt, wir können wahrscheinlich sogar noch mehr freischalten. Ja,
dann sollten wir vielleicht erstmal jetzt den ganzen Kram machen, statt Bilder anzugucken. Können wir nebenher Musik laufen lassen? Das sieht ist so eine aus. Gute Frage. Sieht das so aus. Das ist, glaube ich, das Intro-Lied. Ja, genau. müsst ihr alle Songs jetzt einfach abspielen da rein. Aha, mal ein bisschen Musik im Hintergrund, ist doch schön. Sehr schön. Okay, dann wohl. Entschuldige. Dann wohl die Mail. Keine neuen Mail. Dann geh mal in die Dateien. Okay, die dürfte ja eigentlich nichts mehr sein. Nee, geh mal, wir haben. Genau, kannst du dir da die Charakterdateien irgendwie angucken? Okay, die Sachen kann man nicht machen. Scheinbar nicht. Okay. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie war das? Ich hab's doch erst gesehen. Wir können bei irgendeiner Datei, es gibt eine einzige Datei, die wir uns angucken können. War das bei intern? Intern war doch, aber hast du gesagt, für später. Jetzt ist später. Ach so, meinst du das? Okay. Ja. Naja, wir haben hier noch die. Das Hinweis, von ja. Ja, geh mal da rein. Sehr lange zurück. Das ist eine. Ach ja, genau, das hatten wir angeklickt, aber nicht durchgelesen. Ja. Das ist eine Arbeitsfestplatte, die immer wieder gelöscht wird. Verwende sie nicht, um hier irgendwas Wichtiges zu speichern. Wenn ihr Zugang zu verschlüsselten File-Sharing-Dateien braucht, dann kopiert sie auf eure Testplatte und steckt sie direkt in den Thin-Client. Kopiert sie nicht drauf. Rea arbeitet an der Einrichtung eines Proxy-Mail-Service, damit wir kommunizieren können, ohne uns wegen der Obrigkeit sorgen zu müssen. Lass bis dahin alles offline. Paula. Mhm. Okay. Guck mal bei 5 rein. Direkt beim letzten. Oh wow. Noch mehr Ordner. Oh. 14. Kann. Oh, unbekannter Dateityp. Bitte später erneut versuchen. TXT, unbekannter Dateityp. Okay. Bitte später erneut versuchen. Ist halt auch so eine Aussage, ne? Ja. Meine Güte, was ist denn das hier für ein Labyrinth? Es gibt irgendwo eine Datei, die wir uns durchlesen können. Und da gibt es einen geheimen Hinweis. Quasi, was wir machen können. Nein, das bringt nicht viel, Wieso nicht? Weil hier jetzt erstmal noch nichts ist. Geh mal zurück. Backup. Ja. Notizen, Treffen 1. Können wir uns die angucken? Stimmt. Aktualisierte Entwicklungszeitplan, neue Aufgaben. Testfälle für neues genetisches Modell. Idee für Serverzeitoptimierung, automatische Datensammlung. Datenmigration zu verschlüsseltem File-Sharing am Montag. Das Festival. VM2-Probleme erohren VM2, alle anderen an VM1 für Datensammlung. Ideen für Datensuchetypen, visuelle Grafiken, Audiodaten, vor allem Umgebungsveränderungen, permanent variable Manipulation, Zeitstempel, Gedankenmuster analysieren. Nein, benötigt übermäßig viel Serverzeit. Treffen im Laufe der Zeit. Man ahnt schon, wer sich wieder auf zu viele Tangenten eingelassen hat. Ich muss besser darauf achten, konzentriert zu bleiben. Das ist so der erste, also das ist so einer der Hinweise, dass es da im Hintergrund halt so virtuelle Maschinen laufen. Ja. Yeah. Und das Ganze quasi, also das Doki Doki Literature Club, einfach auf einer, quasi eine virtuelle Welt ist, die Leute halt aufgebaut haben. Das sind so die, und das sind so die Interna der Leute, das ist so eine, quasi eine Ebene unter uns quasi. Also die Leute in dem Spiel haben halt das Spiel Doki Doki Literature Club gemacht. Und diese virtuellen Maschinen, wo halt Sachen drauf laufen quasi. Yeah. Ich dachte aber eigentlich, es gibt irgendwo hier einen Hinweis. Guck mal bei Test. Dateikopiersystem als Wörter auf den Client. Nee, okay. System? Turmschlüssel. Doch, geh mal, Turmschlüssel war die Datei. Bisher gefundene Zugangsschlüssel von Turmrotation. Schlüsselpaar 1, Zahnreit. 2:40 Uhr, 221, dreistellige Kombination irgendwo. Diese Kombination 221 ist eine Wortkombination aus der Textdatei für die Gedichtwörter. Das ist eine gute Idee, aber nicht ganz. Nee, ich weiß, was passiert. Also erstmal, geh mal zurück. Kannst du irgendwie auf die Uhrzeit zugreifen? Das war jetzt 2:40 Uhr, ne? 2:40 Uhr, ja. Kannst du in den Einstellungen die Uhrzeit ändern? Ich nehme mal an, die Uhrzeit wird deine Switch-Uhrzeit benutzen. Das heißt, wir müssen die Switch-Uhrzeit ändern. Schau mal nach. Also ja, es ist sehr gut möglich. Es ist auch gerade 20:08 Uhr. Also das ist sehr wahrscheinlich. Ich glaube, oh Gott, jetzt komme ich anders nicht raus. Guck doch erstmal im Spiel, ob das da geht. Naja, wo soll denn das gehen? Bei den Einstellungen. Das glaube ich nicht. Okay, nee, okay. Kommst du nicht unten irgendwie in die Zeile rein oder so? Ich kann nur... Okay, dann ändern wir die Switch-Zeit. 2:40 Uhr war das jetzt, ne? 2:40 Uhr. Machen wir mal vorsichtshalber 2:39 Uhr, damit wir eine Minute Zeit haben, auch da durch zu... Okay, ich nehme an, es ist unter Konsole, Konsole, ja. Region, Datum und Uhrzeit.
Ach so, oben aus, genau. Genau, 2 Uhr. Ach, war das PM oder AM? Ich weiß nicht, ob das 14.40 Uhr ist oder... Mach mal 2 Uhr 39 und dann Okay. Sollte das passen. Oder wollen wir direkt 40 machen? Nö, lass mal 39 okay. machen. Wohin überhaupt dann? Da war doch gerade der Code. Hast du dir gemerkt, wie das war? Wie der Zahlencode war? 221. 221, okay. Ja, dann mach mal weiter. Also geh wieder zurück ins Spiel. Und zwar hatten doch die ganzen Ordner Zahlen. Ah, okay, verstehe. Gehst in die Dateien? Ja. Und da, wo wir das gefunden hatten, wo war das? Beim Spiel oder intern? Und dann ist 221. Ordner 2, genau. Ja. Dann Ordner 2 und Ordner 1. Projektplan. Den öffnen wir jetzt um 20.40 Uhr. Korrekt. Um 2.40 Uhr. Und deswegen, wenn die Datei, wenn diese Fehlermeldung ist, steht da, komm später wieder zurück. Ah, verstehe. Und den ersten Hinweis hast du bei Tower Key. Und das ist der erste Hinweis, wie du die Datei öffnen kannst. Und da ist jetzt ein Textdokument, was wir durchlesen können. Und da ist der nächste Hinweis für die nächste Datei. Hm. Und es geht dann immer weiter. Und da kriegen wir immer weiter Hinweise darauf, was im Hintergrund so passiert von Doki Doki Literature Club. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, dass da halt die an dem Spiel arbeiten und an also mehrere virtuelle Maschinen haben und so. Aber viel mehr will ich da noch gar nicht vorwegnehmen, sag ich mal. Aber ja, das ist jetzt halt eine ganze Menge, sich Dateien angucken, Sachen durchlesen und sowas alles. Genau. Okay. Projektplan, Entwurf, Überblick. Erstens, erstelle für Menschen lesbare Versionen der Fabric-Benchmark-Resultate, andeutend, dass wir in einem simulierten Universum leben. Zweitens, emuliere Fabric-Benchmark-Resultate in visualisierter Umgebung. Drittens, erstelle Parameter für genetische Informationen, höhere Zugriffsrechte für eine oder mehrere Entitäten. Viertens, iterieren, bis die Simulation stabil genug für die Zielzeitschwelle ist. Das ist unser in kleinem Maßstab simuliertes Universum. Fünftens, beobachten Auswirkungen von höheren Zugriffsrechten Kenntnissen der Simulation. Sechstens, Daten sammeln, aufzeichnen. Siebtens, erkenne Erkenntnis der oberen Führungsebene als profitables Projekt präsentieren. Achtung, nicht an Barry wenden, sondern direkt an die obere Führungsebene. Verdammter Barry! Achtens, befördert werden, Jobs gerettet. Mögliche Teammitglieder, R.O. kennt sich mit Commander Quantum Server aus und hat Zugang. Ravi, nach Ro am wichtigsten. Lib, Namenskonflikt mit Lib-Ordner beheben. Ive, klar, warum nicht? Andere? Form 1, derzeitiges Projekt, Simulation in kleinem Maßstab. Form 2, zukünftiges Projekt, Simulation im mittleren Maßstab. Form 1, Details, Literatur gleich Erzeugung von Textassets. Okay. Und das sagt uns jetzt quasi gerade, was deren Ziel ist. Und der erste Punkt ist dabei einer der wichtigsten. Und zwar, was liest du dabei raus? Genau, frage ich einfach dich erstmal, bevor ich alles einfach erzähle. Stelle für Menschen lesbare Versionen der Fabric-Benchmark-Resultate. Andeutung, dass wir in einem simulierten Universum leben. Naja, also angenommen, also wir sind jetzt, also das ist eine Zwischenschicht zwischen uns. Genau. Und dem, also und, genau. Und dem Spiel. Genau. So, das bedeutet also quasi, es gibt so eine Art Computerwesen, die realisiert haben, dass sie quasi auch nur simuliert werden und versuchen jetzt quasi auf irgendeine Art und Weise in unser Universum zu kommen, also in unsere reale Welt. Ja, genau. Also, genau, es gibt halt quasi, das sind jetzt quasi Leute, die gemerkt haben oder die Vermutung haben, dass sie in einer simulierten Welt leben. Ja. Und sie wollen, indem sie selbst eine simulierte Welt erstellen, gucken, wie reagieren Charaktere darauf oder Charaktere in ihren simulierten Welten darauf und wie würden die versuchen, aus ihrer simulierten Welt herauszukommen quasi, damit sie das selbst nachmachen können, um zu gucken, ob sie selbst in einer simulierten Welt wohnen. Ah ja. Und dazu bauen sie halt mehrere virtuelle Maschinen auf. Eins im kleinen Stil, das ist der Literature Club. Und VM2 ist das Spiel, was eigentlich schon seit Ewigkeiten, was damals angeteasert wurde und sowas eigentlich kommen soll. Das Follow-up quasi. Vielleicht ist es das schon. Vielleicht leben wir da drin. Vielleicht sind wir VM2. So, aber irgendwo hier müsste es doch auch irgendwie eine Art Zahlencode geben. Weiß nicht, ich habe jetzt nichts weiter dazu gefunden. Nicht weiter, okay. Interessant. Nee. Weiß nicht, nee. Okay, dann gucke ich mal,
ob ich da so die... Ich kann die wieder zumachen, oder? Ja. Die ist dann aber nicht mehr aufmachbar, oder? Naja, nur wenn wir nochmal den gleichen... Ja, das meinte ich damit, ja. Plus... Können wir mal ein System Times angucken. And Codes. Ich, das ist ja hier noch, ja, irgendwo, schön. Irgendwo muss noch so ein Hinweis sein. Ich weiß nicht, kannst du die anderen Sachen? Nee. Tja. Okay, here's a list of all files exclusive to the in-game interface. Some files require player system to be in a certain time. The times listed below work in either AM or PM. Ja, cool. Das sind einige Dateien, die wir uns angucken können. Wir können uns Tower Keys angucken, Testtext, Meeting Notes 1 können wir uns auch angucken. Die haben wir uns aber, glaube ich, auch schon angeguckt. Ja? Ich weiß auch. Und Note Insecure Directory Text können wir uns angucken. Die ist bei intern drin. Das ist die hier. Ach, das ist die, ja. Die hatten wir schon. Ja. Ja. Dann Meeting Notes 1, die ist in Internal und Backup. Ja, die haben wir auch schon. Stimmt, die hatten wir auch schon. Es klang so, als ob wir gerade alle schon davon hatten. Ja, Testtext hatten wir auch schon, stimmt. Tower Keys hatten wir den einen. Okay. Ich weiß nicht, was genau, wo der andere Dingens sein soll, aber wir können. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal die Sachen, wie gesagt... Meeting Notes 3 können wir uns dann angucken. Da brauchen wir den Code 030 und die Zeit 1 Uhr 58. 85 geht sowieso nicht. 1:58. Weiß ich jetzt gar nicht, wo der sein soll. Man kann es auch, glaube ich, direkt auf 8 gehen. Du weißt, wir wissen ja jetzt, wie wir durch die Dinge durchspringen können. Ja, aber wir können es ja spannend machen. Ja. Was hast du gesagt? 030. 03 und die 0. Notizen treffen 3. Das ist die Vorwahl von Berlin. Wow. Hätten sie es gewusst. Und die jetzt löschen, ja? Nein. Ich glaube, die können wir gar nicht löschen. Vermutlich nicht. Aber ja, das hier ist jetzt so viel, so Textdateien durchklicken. Und die Theorie ist halt, zu dem Ganzen, und das wird nirgendwo direkt gesagt oder so, aber die Theorie ist, dass das, was Yuri erzählt, was in ihrem Porträt von Markov passiert, ja, dass das die virtuelle Maschine 2 ist. Oh, okay. Dass die Sachen da quasi passieren. Das heißt, so, wo du gesagt hast, irgendwie sie öffnet das Buch und so, hilf mir, quasi, ist nicht ganz abwegig. Ah ja, okay. Kontrollsimulation. Fortschritt, Idee. Snapshot etwas früher. Vergleiche Ende von Kontrollsim mit Anfang von VM1. Besserer Vergleich, als wenn beide parallel sind. Reife Kontrollsim versus Referenz VM1. Leichter, Ausfälle zu entdecken und höhere Zugriffsrechte zu verstecken. Fünfte Entität in VM1. Nicht Teil des ursprünglichen genetischen Modells. In Datendumps nicht vorhanden. Höchst bizarr. Eif ist heute weniger gesprächig. Endet Meeting pünktlich. 12.55 Uhr. Oh mein Gott. Also wir sind wohl die fünfte Entität? Hm. Ja. Korrekt. Die wissen nicht, wo der herkommt. Der wurde ursprünglich, war der nämlich gar nicht da drin. Der wurde erstellt. Ja. Der Spieler. Aber wer hat denn den Spieler erstellt? Hat Monika sich selbst einen erstellt, weil sie so einsam war? Ja. Also, das ist die Theorie im Endeffekt, aber... Aber... Also an sich... Also, irgendjemand muss ja dieses Spiel zusammen geskriptet haben. Ja. Wenn es ja eigentlich eine Simulation ist von einem Universum, muss ja irgendjemand dafür gesorgt haben, dass es quasi ein für uns erscheinendes Spiel wird. Richtig. In diesem kleinen Rahmen, das in das unsere ist, Welt gelangt. Ja. Und das ist ja das... Simulation das raus. Ist der 8. oder 9. Punkt gewesen in dieser... Wo, mit den ganzen Punkten irgendwie. Ja. Oder einer der Punkte irgendwie. Dass man der oberen Etage das quasi irgendwie schmackhaft macht, dass man an der Sache arbeiten kann, indem man halt ein profitables Spiel aus der ganzen Sache machen könnte. Okay. Das ist die Idee von Eif gewesen. Der hat das Ganze zusammengesetzt. Aber dann ist ja gar kein... Das heißt ja quasi, aber dann... Also,
Also ursprünglich haben die nur eine simulierte Welt quasi. Das heißt aber, die sitzen auf einer Ebene mit uns eigentlich, die Entwickler. Die sind nicht zwischen uns und der Doki Doki Literature Club Welt, sondern die sind auf unserer Ebene. Weil wie sollen die sonst das Spiel vermarkten? Das würde ja bedeuten, dass sie schon aus ihrer simulierten Welt ausgebrochen sind. Nee, die wollen das ja in ihrer eigenen Simulationswelt vermarkten quasi. Du musst dir vorstellen, wir sind eine Welt, die sind darunter eine Welt. Wir greifen quasi auf ihre Welt zu. Genau. Von außen gucken wir. Weil wir das können. Genau. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gibt eine Folge in Rick and Morty, wo sie in die Batterie reingehen. Die habe ich öfter dran gedacht, ist gerade schon. Aber, ja. Aber und genau so ist das. Wir sind quasi die Welt oben und dann gibt es die Welt unter uns, die nicht wissen, dass wir existieren. Das ist eigentlich 1:1 genau diese Sache. Aber die Idee ist doch, dass sie Profit rausschlagen wollen. Naja, in ihrer Welt müssen sie es irgendwie... Ja gut, okay, dann ist es quasi... Quasi einfach eine andere, also ein Universum unter unserem, was quasi genauso funktioniert wie bei uns. Das sind keine echten Leute, sondern das sind halt auch simulierte Leute, die aber die Vermutung haben, sie sind eine Simulation. Deswegen sie eine Simulation machen, um zu gucken, wie die reagieren, wenn sie wissen, dass es eine Simulation gibt. In meiner Welt, also in meinem Gedankengang war jetzt quasi... der Verkauf des Spiels auf Switch zum Beispiel und bei Steam Teil von deren Gewinn. Wenn das so gemeint ist, dann ja. Und es gab irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt gerade in irgendeinem Text drin, dass irgendwie eine Entität irgendwie mehr Wissen hat oder so, oder mehr Zugangsrechte oder irgendwie sowas. Ja, war das, glaube ich. Ja. Also da gab es auf jeden Fall irgendwie so einen Hinweis darauf, dass man einem Charakter halt so ein bisschen so eine Omnipräsenz und Omniwissen geben will und das ist im Endeffekt der Monika. Ja. Also die wollten halt gucken, okay, wenn ein Charakter jetzt mehr weiß als alle anderen, was macht der Charakter dann? Und es war halt wirklich nur gedacht, das erstmal nur von außen zu betrachten und Ive kam dann mit der Idee her, wir machen ein Spiel draus, weil er gemerkt hat, dass Monika versucht hat, mit ihm zu kommunizieren. Und er will ihr irgendwie damit helfen, quasi. Okay. Damit das halt, er will es halt interagierbar machen. Weil wenn eine Simulation, guckst du dir ja nur von außen an. Ja. Und Ive hat halt den Plan, diese Welt, damit man von außen da irgendwie Inputs geben kann, das interagierbar zu machen. Und deswegen hat Ive irgendwie versucht, das den anderen gut, also so gut dazureden, dass sie halt ein Spiel aus der Sache machen. Damit er mit der Simulation in Kontakt treten kann und Monika dabei helfen kann. Weil Monika halt wissend wurde und gesagt hat, ey, kannst du mich hören? Das sagt sie ja öfter. Ja. Und fragt dann halt, ey, kannst du mich hören? Du, ich brauche Hilfe. Hilf mir doch bitte. Ja. Und da gab es dann diese ganzen versteckten Dateien, wo dann halt irgendwie Monika halt so sagt irgendwie, ich brauche unbedingt deine Hilfe, ich kann hier aber leider nichts machen, es wird Zeit in Aktion zu treten, wir müssen jetzt der verdammte Held werden und sowas alles. Die Dateien können wir natürlich jetzt nicht so einsehen und alles und das hat sowieso irgendwie 5, 6, 7 unterschiedliche Schritte. Wollen wir uns die anderen Sachen noch angucken? Naja, auf geht's. Okay, die nächste ist die DDLC-Textdatei. Die DDLC-Textdatei. Da musst du mir jetzt aber sagen, wo ich die finde. Erstmal 12.55 Uhr. Ah, das war dieses OMG von eben, okay. Was, 404 ist OMG? Hm? Oder was meinst du mit OMG? Na, bei der Textdatei genau. Auf, man stand ja 12 Uhr. Ich weiß nur nicht, wo man da 404 rauslesen soll. Nicht gefunden, keine Ahnung. Ach, die sind vielleicht sind die oben irgendwo in der E-Mail oder so drin. Wie gesagt, AM oder PM ist egal. Hm. Genau, und 404, Fehler not found. Doki Doki Literature Club, das kannst du jetzt machen. Willkommen zur Rebellion. Wenn wir uns schon abschuften, während unsere Jobs auf der Kippe stehen, können wir dabei auch etwas Spaß haben, oder? Mir ist schon klar, warum Paula es mit dem Datensammeln so eilig hat. Aber ich schlage vor, dass wir einige neue Funktionen entwickeln, um die VM-Echtzeitverbindung nützlich und spaßiger zu machen. Wenn wir ein Miniaturuniversum simulieren, dann wäre es doch Verschwendung, wenn wir nicht auch etwas Zeit darin verbringen würden.
Ich halte es echt für eine super Idee, das alles unter dem Deckmantel eines Videospiels zu machen, um unsere Spuren zu verwischen. Und wenn wir für die Spoiler. Und wenn wir das gut genug hinkriegen, können wir es sogar Paula als etwas Nützliches präsentieren. Top Features. 5 bis 6 Stunden Elend, Schrecken und niedliche Mädchen. Lerne durch die existenziellen Krisen von anderen, wie du mit deinem eigenen simulierten Universum zurechtkommst. Werde Zeuge, wie das Universum immer wieder zerstört wird, in Videospielform. Hahaha, das wird der Hammer. Und ich sehe durchaus die Ironie des Ganzen. Ein Geheimteam innerhalb eines Geheimteams zu gründen, ist mehr Meta, als ich mir je hätte träumen lassen. Und das will wirklich etwas heißen, schließlich arbeiteten wir für Metaverse Enterprise Solutions. Wir können uns auch einen falschen Spielstudio-Namen und so weiter einfallen lassen. Natürlich ohne Pläne, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber es wäre ein guter Teil der ganzen Tarnung. Außerdem wollte ich schon immer einen coolen Teamnamen, der so klingt, als wären wir ein Haufen Helden, der das Universum rettet. Wenigstens retten wir unsere Arbeitsplätze. So etwas wie Team Salvation? Oder Team Salvato. Aber ja, das ist im Endeffekt alles, was ich gerade erklärt habe. Okay. Einmal zusammengefasst. Und zwar sind die halt in dem Metaverse Enterprise, die nur dafür da sind, um sich die Simulation anzugucken. Und er möchte halt gucken, dass er dadurch, dass er mit ihnen interagiert quasi, wie man mit dem eigenen simulierten Universum zurechtkommt. Ja. Das ist ja so das Ding. Und er möchte das unter dem Deckmantel eines Videospiels machen, damit er halt Interaktion irgendwie schaffen kann. Und ja, 5 bis 6 Stunden Elend, Schrecken und niedliche Mädchen. Kommt ungefähr hin, ja. Wobei ich finde, 5 bis 6 Stunden ist normales Spiel, der Rest ist Elend und Schrecken irgendwie. Oder vielleicht haben wir auch nur lange gebraucht, das kann auch sein. Ja. Okay, als nächstes. Das nächste ist 4.30 Uhr. Ja. Und die Zahl ist 1, 2, 3. Frage ich mich aber. Ach so, das ist dann Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 jetzt gerade gewesen bei den Features quasi. Hm. Operation. Ah, hier ist es offensichtlich. 030. Ja. Operation nicht ein Spiel von Eif Laster. Aber 030 hatten wir ja schon. Eif Laster. Namensideen für Kontrollsimulation Track 06. Zusammenarbeit, Diskussionszeit, Debattierzeit, Brainstorm. Hört mal zu. Teamwork-Zeit. Lasst uns diskutieren. Lasst uns zusammenarbeiten. Ich kümmere mich drum. Anführer, die Führung übernehmen. Text, Gesichternamen. Vielleicht für einen anderen Track? What the fuck? Er macht halt so Emojis gerne. Ja, ja. Von mir aus. Okay. Text, Gesichternamen. Namensideen für Kontrollsimulation Track 06. Das heißt, wenn ich jetzt in die Musik gucke, ist Track 06. Ah. Poem Panic. 2 Minuten 28. Na gut, das hilft uns nicht weiter. 2 Minuten 28, sagst du? Ja. Nee, das hilft uns tatsächlich nicht. Vielleicht ist das eine Uhrzeit. Für 303. Ist das nicht die Uhrzeit gewesen von 303? 2.28? Nee, das 1:58 war das. Ah, schade. Aber ja, du hast auf jeden Fall den richtigen Riecher. Du musst nämlich für eine der Zeiten musst du dann in die Tracks reingehen und musst gucken, wie lang der Musiktrack ist. Da bist du auf den komplett richtigen Riecher gewesen. Ja. War ja auch irgendwo ein bisschen offensichtlich, aber vermutlich ist es dann Just Monica. Nee, okay. Ich bin mir nicht sicher, welches das war. Das Lied heißt Sayo nach. Und das spielt, während du Sayori findest. Ey, what the fuck? Ich habe sogar einmal aus Scherz reingeworfen, als sie den Clubraum verlassen hat, habe ich dann Sayonara gesagt. Ach, du bist widerlich. Ja. Ich habe so viele Hints auf das, was passiert, reingeschmissen. Das wirst du im Nachhinein alles mitkriegen. Ja. Okay, Meeting Notes 2 haben wir dann noch. Irgendwie haben wir die in umgekehrter Reihenfolge dann. Ja. Irgendwie hatten wir Meeting Notes 3 erst gesehen. Dafür brauchen wir die Uhrzeit 9.15 Uhr. Ich gehe hier einfach gerade die Liste von oben nach unten. Ja. Durch. Und die Zahl ist 1, 3 und 0. 1, 3, 0. Notizen treffen 2. Genau. Lip, die Arbeit aus den Aufnahmen der Simulationsaktivität, ein spielbares Skript zu machen, ist vielversprechend. Spielbar bedeutet, beobachtbare Form ist kein Spiel. Konzentrier dich, Alf.
Tu so, als würdest du wichtige Dinge schreiben, während du darauf wartest, dass alle anderen wieder zurück zum Thema kommen. 16.30 Uhr, immer noch anvisierte Endzeit. Zur einfacheren Orientierung, den simulierten Einheiten Namen zu weisen? ABCD sollte reichen. 1, 2, 3. Das Verwenden von echten Namen lädt nur zur Behandlung wie Haustiere und nicht wie simulierte Einheiten ein. Jetzt probieren alle, sich dämliche Namen auszudenken. Ah ja. Kontrollsimulation. Erstelle identische VM ohne höhere Zugriffsrechte für Einheit A? Scheint unwahrscheinlich. Bisher ist dem noch nichts nahe gekommen. VM1 Klon. Dieselben höheren Zugriffsrechte, aber die Einheit am Ende am Entdecken davon hindern? Scheint knifflig, aber einleuchtend. Meeting geht schon wieder länger als geplant. Okay, hier ist es einfach. Das haben wir uns aber schon angeguckt. 4.30 Uhr, 1, 2, 3. Ja. Also hier ist es ein bisschen offensichtlicher. Ja. Genau, und das ist das, was ich gerade meinte. Es gibt halt eine VM1 und dann gibt es nochmal eine VM1, quasi eine Kopie davon. Nur, dass der Charakter, quasi einer der Charaktere, nämlich der Clubpräsident, eben nicht die höheren Zugriffsrechte hat. Es hat die gleichen Zugriffsrechte auf die Dateien und sowas alles. Aber das ist quasi eine Monika, die nicht einsehen kann. Und das ist das, was dann in den Nebengeschichten passiert. Ah ja, okay. Da entdeckt Monika nie, dass es halt quasi irgendwie alles irgendwie eine Simulation ist und sowas alles. Und sie kann die Skripts nicht manipulieren und sowas alles. Und deswegen sind das halt auch nur Nebengeschichten, die wir gar nicht aktiv mitgestalten. Ah ja, okay. Es ist quasi nur liest dich lustig. Da haben wir dann einfach ein paar Nebengeschichten, die wir halt noch mit erzählt bekommen quasi. Ah, sorry für den Spoiler, aber ja. Und die Notizen für das Treffen, die sind halt meistens, also das war jetzt glaube ich auch wieder von Ive geschrieben. Oder von jemand anderen, der von Ive genervt ist, weil Ive ist halt normalerweise immer, der redet und redet und redet. Ja, ich weiß, ich rede auch gerade sehr viel, aber ja. Welche hatten wir gerade? 9.15 Uhr hatten wir. Da geht der Timer. Weiß nicht, wollen wir... Wir haben jetzt noch drei? Wir haben jetzt noch drei von diesen Dateien. Weiß nicht, kommt nach den Dateien noch irgendwas hier oder... Ich glaube nicht, nee. Das sind so alle Hinweise, die wir, glaube ich, dann haben. Dann lass uns doch die drei noch schnell fertig machen. Okay. Und dann müssen wir keine neue Folge dafür anfangen. 4.30 Uhr hatten wir. 2.40 Uhr brauchen wir jetzt. 2.40 Uhr. Dann machen wir das Metaverse. Dann sind wir beim nächsten Mal bei den Nebengeschichten und dann sind wir mit der heutigen Session für unsere geplante, also immer so angeplante Zeit eigentlich fertig sogar. Ja. 2.40 Uhr. Passt mal wieder ziemlich gut. Und dann wollen wir... 2.21 Uhr. Haben wir da nicht schon? Kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja. Ja doch, das kennen wir schon. Richtig. Okay, gut. Dann habe ich... Wie haben wir das doppelt jetzt gehabt? Weiß ich nicht. Wir hatten den... Ach, weil bei Tower Key. Das war der erste, den wir selbst quasi... Ja, genau. Dann 8.33 Uhr. Stimmt, aus dem Tower Key haben wir es nicht rausgelesen. Aus dem gerade eben hatten wir ja nicht rausgelesen, wie es weitergeht. Ja. Aber es gibt halt immer so diese Hinweise auf die nächsten Dateien. Die sind halt jetzt hier in irgendwie nicht wirklich sinnvoller Reihenfolge. Aber es ist auch so, dass die letzte Datei, weil du kannst immer sehen, wann die genau... 334. Wann die geschrieben wurden. Und die erste Datei, die du dir angucken kannst... Hier ist nichts in 334. 8.33. Internal 334. 344, sorry. Die Zeit. Ja. Infrastruktur, Software, Kommunikationssysteme. Wir wissen, wie herausfordernd es sein kann, ein Unternehmen effizient und zuverlässig zu führen. Verlassen Sie sich auf unsere Dienste, damit Sie sich im Geschäftsalltag auf das Wesentliche konzentrieren können. Dank erstklassiger Programmierer und renommierter Spezialisten wird Metaverse Enterprise Solutions immer für Lösungen sorgen, die funktionieren. Jahreskostenanalysen zeigen, dass die Metaverse-Lösung langfristig für Ersparnisse in Höhe von bis zu 30% sorgt und unsere flexibles Supportmodell garantiert Qualität zu einem Preis, der zu Ihrer Unternehmensgröße passt. Ihre Zeit ist wertvoll, deshalb erledigen unsere Experten für Sie die Arbeit von der Planungsphase über das Design bis zur Installation. Wenn Sie diesen kurzen Fragebogen ausfüllen, kann unser Team Ihnen den richtigen Plan vorschlagen und ein günstiges Preisangebot machen. Exzellenz ist erreichbar. Lösungen, auf die Sie sich verlassen können, mit Experten, denen Sie trauen können. Das ist unser Versprechen, Sie sind in guten Händen. Jo, na gut, ist quasi so ein Werbegelingen für... Genau, so ein Pitch. So, 2.14 Uhr. Ja. Komm schon. Vierzehn?
Und dann brauchen wir 501. Mhm. Mhm, ist ja komisch. Lieber Eif, wo sind nur all die Jahre hin, Smiley? Fühlt es sich nicht so an, als wären wir immer noch dieselben schusseligen Studenten wie bei unserem Abschluss, die sich aber um immer erwachsenere Situationen kümmern müssen? Kaum zu glauben, wie viel innerhalb eines Jahres passieren kann. Aber dieses Jahr hat die mich Musik auch... Die Musik da nebenbei ist halt echt... Aber dieses Jahr hat mich auch immer wieder daran erinnert, warum du schon seit langem mein bester Freund bist. Meine Dankbarkeit ist größer als die Höhle, in der ich leben werde, nachdem ich meinen Tod vorgetäuscht habe. Weißt du noch, wie du wirklich mit dieser Idee ankamst, nachdem du mir geholfen hattest, mit Daphne Schluss zu machen? Ich weiß bis heute nicht, wie ernst du etwas meinst oder Witze über eine Sache machst. Oder das Leben im Allgemeinen. Aber ich würde regelrecht implodieren, wenn ich dich nicht daran erinnern täte, dass nichts so wichtig ist, wie man im ersten Moment glaubt und dass am Ende alles gut sein wird. Stell dir nur vor, wir würden zusammen bei Metaverse arbeiten. Nur so könnte ich einen banalen Schreibtischjob ertragen. Ich weiß, du hast gesagt, dass deine Empfehlung nicht viel zu bringen wird... nicht viel bringen wird, weil du kein leitender Programmierer bist. Aber jetzt, wo ich meine schwierige Phase hinter mir habe, ist das die Zukunft, die ich mir jeden Tag vorstelle. Tut mir leid, dass ich immer so gestresst bin. Ich habe stets das Gefühl, dass ich mehr für dich tun sollte. Schließlich hast du schon mehr für mich getan, als ich jemals zurückgeben kann. Du spornst mich dazu an, mich zu bessern. Und wenn ich nicht an mich glaube, bleibe ich motiviert, eine bessere Person zu werden, damit ich dir meine besten Qualitäten zeigen kann. Ich liebe dich und werde dich immer lieben, bis wir gemeinsam das Ende der Welt erleben. Auf die nächsten 14 Millionen Jahre der Freundschaft. Alles Liebe, Paula. Okay. Okay, und das war's? Ich glaube, das waren soweit alle Sachen, ja. Und guck mal bitte kurz in den Einstellungen, da müsste stehen, wie viel von den Sachen da immer noch 39%. Das ist... Ich weiß nicht, ob die dazugehören. Seltsam. Ja, sollten sie eigentlich. Mhm. Guck mal bei den Bildern jetzt. Weil da müssten wir jetzt irgendwie ein paar neue freigeschalten haben, die aber hier nicht angezeigt werden, interessanterweise. Ach so da unten. Ah, so ist das gemacht. Ah. Gedichte, Computergrafiken. Ich jetzt. Geheimnisse. So Hintergründe? Ist der Witz und der Traum. Genau. Ja, Hintergründe, Skizzen. Das wird da. Promo. Die haben wir noch nicht gesehen. Nee, ich habe ja abgebrochen, weil ich dachte, wir schalten mehr frei. Dachte ich eigentlich auch. Geh mal wieder. Also beim ersten Mal weiß ich gar nicht, ob wir da noch andere Sachen hatten oder so. Yes. Wähle in Akt 2 während des Gedichtspiels ein beschädigtes Wort. Oh ja. Ich erinnere mich. Was hatten wir? Grafiken von Satchely. Zum Valentinstag 2018, genau. Ich habe in Akt 1 in dem Kapitel ein Gedicht für einen anderen Charakter. Jo. Da haben wir die Valentins-Bilder, die damals dafür da rausgekommen sind, 2018. Ja. Die waren dann so die ersten Merch-Sachen irgendwie, die man sich dann holen konnte, so als Printout oder so war es, glaube ich. Ja. Na gut. Ja. Aber ja, irgendwie ist da jetzt nicht viel dazugekommen. Nichts mehr ist dazugekommen. Hier nochmal der geliebte Schrank. Eigentlich nicht sein sollte, dass da nichts dazu gekommen ist, weil wir uns jetzt die Dateien angeguckt haben. Ja. Yeah. Und im Endeffekt ist das halt so die Geschichte. Also vielleicht muss ich wirklich alle Sachen gespielt haben und das gilt dann als 100%, weil... Danke. Aber ja, wir haben auch irgendwie keine neuen Mails dazu bekommen oder so, das irgendwie komisch ist. Aber ich werde dann wohl DDLC alles soweit freischalten im Hauptspiel. Mal gucken, ob wir dann weitermachen können. Wenn nicht, werde ich mir mal wirklich einen Guide dazu raussuchen, dass wir alles freigeschalten haben. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, wenn es neue Dateien oder irgendwas gibt, die wir uns ansehen können, wenn ich mehr in Erfahrung gebracht habe, dann machen wir das in der nächsten Folge. Oder wir fangen dann schon mit den Nebengeschichten an, je nachdem. Aber ja, aus dem Ganzen konnten wir jetzt halt nehmen... Eif versucht aus der ganzen Simulationsgeschichte ein Spiel zu machen, um selbst mit dem Spiel interagieren zu können, weil er Monika helfen möchte, aus der Simulation auszubrechen. Und im Endeffekt will Metaverse ja genau das mit der Simulation eigentlich machen. Ja. Aber die sind halt quasi so ein Geheimteam innerhalb vom Metaverse, die ganze Simulation aufgebaut haben. Ja. Die wissen also von diesem Projekt einfach gar nichts. Das ist wie die Hero Turtles, die im Untergrund von New York oder wo auch immer die waren, agieren. Mhm. Ja, ja. Und im Endeffekt sind die Mails, die man halt gerade so mitgekriegt hat, halt einfach dazu da, um zu sehen, wie der Charakter von Eif ist. Nämlich, dass Paula ihm schreibt und dann, ach ja, wir sind ja eigentlich immer noch so trottelig und sowas alles. Und Eif schreibt ja auch irgendwie mit Emojis und irgendwie sonst wie. Und offenbar scheint er auch immer sehr viel Zeit in die Meetings zu verplempern. Und deswegen ist die erste Datei, die wir gesehen haben, eigentlich chronologisch gesehen die letzte Datei, weil Eif dort nicht viel redet. Und die wirklich das Meeting sogar noch vor der geplanten Zeit beenden können. Ja.
was denn schon charakteruntypisch typisch für ihn ist. Und im Endeffekt ist die Theorie, dass Monika nicht nur mit Ive interagiert hat über das Spiel, über das ganze DDLC und so, sondern dass sie Ive übernommen hat quasi. Und der Charakter, der im Spiel selbst ist, der fünfte Charakter, dass das Ive ist. Dass sie quasi so ein bisschen Bodyswap gemacht hat mit ihm so. Okay. Also, dass er quasi der Charakter ist, den wir im Endeffekt spielen. Ja, ja, okay. Irgendwie so in der Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch nur eine Theorie gewesen, glaube ich. Aber auf jeden Fall, dass Monika halt ihn übernommen hat, um dann auf die zweite virtuelle Maschine zuzugreifen, die sie da haben. Weil da waren jetzt ein paar Dateien, die gefehlt haben, fällt mir gerade ein. Ein paar wichtige Sachen. Und das Ganze können wir beim nächsten Mal dann ein bisschen... Okay. Weiter gucken. Aber es kann halt gut sein, dass sie halt nicht auf sich aufmerksam machen wollte im Körper von Ive und deswegen wenig geredet hat und deswegen das Meeting halt früher Schluss war, weil Ive nicht viel geredet hat. Charakteruntypisch. Ja. Deswegen wurde das so hervorgehoben. Aber wie die ganze Geschichte soweit noch weitergeht und was da noch so im Hintergrund läuft und wie Monika das Ganze angestellt hat und warum sie das gemacht hat, das finden wir vielleicht beim nächsten Mal raus. Echt? Okay. Ja, würde ich jetzt sagen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, es gibt ein paar Dateien, die wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben, die ich noch gucken muss, wie wir die freischalten. Jo, okay, alles klar. Und dann spiele ich das Spiel noch auf 100% und dann machen wir noch ein bisschen Metaverse und dann gehen wir in die Nebengeschichten. Alles klar, so machen wir es. Alles klar, dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, war das diese spannende Meta-Folge von ja. Doki Doki Literature Club im Metaverse. Dankeschön fürs Zusehen an der Stelle. Und an der Stelle, wie ihr hier. Tschüss, bis dann. Und immer schön Twiggy bleiben, egal in welchem Metaverse ihr euch gerade befindet. Genau.